Hallo! In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Volumen einer Kugel berechnen könnt. Hier seht ihr eine Kugel. Die Mitte der Kugel nennt sich Mittelpunkt, abgekürzt mit dem Zeichen M. Der Abstand vom Mittelpunkt zur Außenseite nennt sich Radius, hier für R. Und der Abstand von einer Außenseite zur direkt gegenüberliegenden Außenseite nennt sich Durchmesser. Abgekürzt mit dem Zeichen D. Zur allgemeinen Berechnung des Volumens einer Kugel gilt folgende Formel. V gleich 4 Drittel mal R hoch 3 mal Pi. Das ist die allgemeine Formel zur Berechnung des Volumens einer Kugel. Wenden wir diese Formel einmal anhand eines praktischen Beispiels an. Hier seht ihr eine Kugel mit dem Radius 5 cm. Zunächst schreiben wir die Formel hin. V gleich 4 Drittel mal R hoch 3 mal Pi. Nun möchten wir nach V auflösen. V gleich 4 Drittel mal, wir setzen für R die gegebenen 5 cm ein, 5 hoch 3 mal Pi. Daraus folgt V gleich, nun müssen wir die Formel in Taschenrechner eingeben. Dazu tippen wir ein. 4 geteilt durch 3 ist gleich mal 5 hoch 3 ist gleich mal Pi ist gleich. Wir kommen auf eine Zahl von 523,6. Zentimeter hoch 3. Alternativ kann man zu hoch 3 auch sagen Zentimeter Kubik. Das ist die Lösung zu dieser Beispielaufgabe. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie man das Volumen einer Fläche einer Kugel berechnen kann.